er aus Bad Dürkheim herausfährt, dem verschlägt es fast den Atem. Alles überragend thront beherrschend über dem Tal die Ruine der ehemaligen Benediktinerabtei Limburg. Die Sandsteinmauern der Limburg atmen geradezu Geschichte. Wusstet ihr, dass hier die Termine der Adventssonntage festgelegt und dass hier zeitweise die Insignien des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation aufbewahrt wurden? Von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt, ist sie die wohl bedeutendste Kirchenruine der Pfalz. Nach der Legende hat Kaiser Konrad II. Für dieses Kloster, das ursprünglich ein Dom werden sollte, am selben Tag den Grundstein gelegt wie für den Dom zu Speyer. Im übertragenen Sinne ist damit aber sicher mehr der hohe Stellenwert dieses salischen Hausklosters angedeutet als das genaue Datum. Nach der Zerstörung im Sommer 1504 wurde die Limburg lange Jahre als Steinbruch genutzt, bis im Jahr 1843 die Stadt Bad Dürkheim die Ruine erwarb. Durch den im Jahre 1976 gegründeten Verein Aktion Limburg werden in der heutigen Zeit umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.